Daimler hat heute Zahlen präsentiert und hat man die Berichterstattung in den vergangenen Tagen etwas näher verfolgt, so erhoffte sich der ein oder andere heute vielleicht einen kleinen Fingerzeig in Richtung der Konkurrenz um BMW, um Audi. Und ob so ein Fingerzeig wirklich heute erfolgt ist, das möchte ich heute von meinem heutigen Gast wissen, von Rolf Katzmeier von der SVA Vermögensverwaltung. Herr Katzmeier, gab es denn heute so einen Fingerzeig? Immerhin hat Daimler gut 8 Milliarden Euro operativen Gewinn erzielt. Ja, das ist vordergründig, hört sich das gut an. Fingerzeig als solcher, ob positiv oder negativ, Sie meinen eher negativ. Ich glaube, das ist kein Fingerzeig für die Zukunft. Daimler ist mit dem Ergebnis mit Sicherheit nicht zufrieden. Man kann eigentlich auch nicht zufrieden sein. Insofern, Daimler hat ja schon angekündigt, da dagegen einiges zu tun. Ich glaube, es ist ein Fingerzeig, ein Hab-Acht-Finger, der sagt, nächstes Mal wird's besser. Die Unzufriedenheit in Untertürkheim führt man vor allem auf die Konzernmarke Mercedes zurück. Hier lief es nicht so richtig rund. Weshalb eigentlich? Ja, das ist die Frage. Eigentlich ist ja Umsatzrekord ein gutes Zeichen. Eigentlich hat man von der Seite alles richtig gemacht. Dennoch bleibt zu wenig in der Kasse. Ich denke, da muss man dran arbeiten, an Effizienzen, an Produkttiefen, die man erreichen kann. Da hat Daimler leider ein bisschen was verpeilt. Das haben Wettbewerber besser hinbekommen. Wenn wir mal auf die deutsche Industrie insgesamt schauen, gestern kam der IFO-Index, fiel eigentlich gar nicht so schlecht aus. Der Optimismus scheint relativ groß zu sein in der deutschen Industrie. Woher kommt dieser Optimismus? Ja, erstens haben wir gute Produkte. Deutschland steht ja nicht so schlecht da, auch mit den Produkten, wie gerade bei Daimler angesprochen. Von der Seite stehen wir nicht schlecht da. Gut, wir haben das Euro-Thema. Der Euro wird stärker, macht uns als Exportland ein bisschen schwächer. Da haben wir noch einige Krisen wahrscheinlich noch vor uns. Aber Deutschland an sich, die Unternehmen haben sich in der Krise gut positioniert, gut aufgestellt. Die Früchte werden sozusagen jetzt eingefahren. Das wird sicherlich nicht morgen vorbei sein. Ich sehe da eigentlich ganz gute Aussicht für Deutschland und für die Wirtschaft Deutschlands. Was heißt das konkret für die nähere oder die weitere Entwicklung des deutschen Leitindex, des DAX, der ja zuletzt den ein oder anderen Rücksetzer hinnehmen musste? Ja, der DAX springt ja logischerweise wie alle Aktien immer vorne weg. Insofern hat es der DAX jetzt auch getan. Mit der 8000er Marke tut man sich schwer momentan. Ich denke, dieses Ausschnaufen wird unter den 8000 noch ein bisschen einhergehen. Könnte mir aber dennoch vorstellen, dass man mittelfristig auch über der 8000 gehen. Rolf Katzmeier von der SVA Vermögensverwaltung, vielen Dank für das Gespräch. Ja.